So, schlafen gehen können wir natürlich auch. Wir können uns ja mal hinlegen. Ja, komm, wir ruhen uns erstmal bis zum nächsten Morgen aus, bevor wir losgehen. Ah, gut geschlafen. Die hocken immer noch alle da. Dann gehen wir mal los. Krötenwurz. Mal schauen, ob wir hier direkt mal auf Feinde stoßen. Sonnenkraut, alles einsacken, immer alles mitnehmen. Pflanzen wachsen hier nach. Da haben wir direkt einen Scavenger. Gucken, ob wir uns schon mit dem anlegen können. Ja. Eisenhalm. Oh, hier liegt so viel Zeug rum, ey. Hanuschkraut. Das hier ist nichts, oder? Doch, auch eine Mana-Pflanze. Es gibt auch Questpakete, die habe ich aber nicht installiert. Da bin ich ehrlich gesagt, so geil wie es ist und so viel Mühe, wie die Leute sich dafür gegeben haben, nicht so ein Freund von. Ja. Boah. Die Musik ist halt auch sehr, sehr nett. Die hat mir damals schon echt gut gefallen, heute immer noch. Ja, die wird, also Musik in Videospielen wird irgendwie nicht schlechter. Grafik schon, da kann man sich irgendwann denken, so hat man damals gespielt, aber so schlecht sah es dann auch nicht aus. So, wen haben wir denn da? Lester! Schlechte Neuigkeiten. Es gibt keine Verstärkung. Habe ich gemerkt. Was ist los? Such mal das Schiff. Du wirst es nicht finden. Was? Piraten. Das Ganze hat nur wenige Augenblicke gedauert. Na toll. Und was ist mit unserer Ausrüstung? Was glaubst du? Wir werden uns neue besorgen müssen. Sprich mal mit Diego. Er versteht was von Sachen besorgen. Stimmt. Was hast du jetzt vor? Ich werde mich nach Süden durchschlagen. Wir werden uns doch wiedersehen, oder? Davon gehe ich aus. Du hast doch sicher noch Wichtigeres zu tun, oder? Lass mich in Ruhe. Schauen wir mal, ob wir die Truhe aufbekommen. Jo. Haben wir bloß einen Dietrich verbraucht. Ein Bogen, ein normaler Bogen. Was haben wir hier? Schutz vor Eis 20. Einmal ein Bisonfell. Ich weiß noch, als sie damals das erste Mal Gothic 3 angekündigt hatten. Da hatte man sich ja immer noch die Zeitschriften gekauft. Da war es ja noch nicht so mit dem Internet, so wie es heute ist. Und die ersten Bilder von den Scavengern oder überhaupt von der Natur. Und die hatten damals auch geplant, so ein Feature, wenn es eine Weile regnet im Spiel, dass sich dann auch die Pfützen immer mehr volllaufen mit Wasser. Also praktisch der Regen so ein richtig schön Einfluss auf die Flora und Fauna hat. Aber das hat es natürlich leider nicht mit ins Spiel geschafft. Gibt es bis heute kaum, dass das so irgendwo ist. Und war ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen zu überambitioniert, das ganze Projekt Gothic 3. Wohl eher auch mit der Zeit, die sie dafür Zeit hatten oder noch übrig hatten. Ich will jetzt nichts Verkehrtes sagen. Ich komme gerade nicht auf den Vornamen. Der Herr Pankratz, der für die Gothic-Reihe mitverantwortlich ist, der hat für Gothic 3 auch, wie auch für die ersten beiden Teile, glaube ich, die Story dann geschrieben. Und das war dann halt so ein Ding, der hat in den letzten paar Wochen die komplette Story geschrieben für Gothic 3. Was er halt dann auch hinterher gesagt hat. Also erst viele Jahre später, nachdem das Spiel dann irgendwann mal draußen war. Dass es halt viel zu wenig Zeit war. Ach, hier waren wir schon. Aber trotzdem ist okay. Kann man mal spielen. Kostet derzeit halt immer noch 10 Euro auf Steam. Läuft auch ohne Probleme. Man kann es auch ohne Community Patch spielen. Was haben wir hier? Eine Heilpflanze.
Zack, nehmen wir mit. Hier steht so viel Zeug jedes Mal rum. Wir gehen nochmal zurück zu Diego. Den müssen wir erstmal erklären, wo unser Schiff eigentlich hin ist. Ja, und was dann danach kam, dieses Arcania. Furchtbar. Hab's auch gespielt, nicht durch, aber weiß nicht, 15 Stunden oder knapp 20 hatte ich auch reingesteckt. Ah, liegt noch eine Waffe rum. Wo ist er denn? Hier. Was ist los? Piraten. Die verdammten Mistkerle sind mit unserem Schatz abgehauen. Sieht ganz danach aus. Ich fürchte, darum werden wir uns später kümmern müssen. Wir haben nämlich ein Problem. Was für ein Problem? Rede mal mit dem Dorfältesten. Ich habe mit dem Dorfältesten geredet. Was schlägst du vor? Als erstes müssen wir uns ein Bild davon machen, was die Orks angerichtet haben. Und einer von uns muss rausfinden, wo Xardas steckt. Der Dämonenbeschwörer hat die Macht Belias in sich aufgenommen. Und er ist der Herr der Orks. Es wird das Beste sein, du kümmerst dich um Xardas. Und wo kriegen wir jetzt neue Ausrüstung her? Du weißt doch, wie die Sache läuft. Sammle alles, was du finden kannst. Und lass es dir nicht wieder abnehmen. Und da die Orks nun die Herren von Myrtana sind, werden wir bei ihnen gute Ausrüstung kriegen. Was wirst du jetzt tun? Du kennst mich. Ich werde dort sein, wo es was zu holen gibt. Myrtana ist nun Hoheitsgebiet der Orks. Sich mit den Orks gut zu stellen, ist nichts für mich. Ich werde nach Süden gehen. Ich wette, in den Weiten der Wüste ist noch was zu machen. Du kannst mit Gorn losziehen. Gorn? Kommst du mit, oder was? Was wirst du jetzt machen? Ich werde mich auf die Suche nach den Rebellen machen. Ich wette mit dir, dass sie noch nicht alle tot sind. Machen wir gleich. Ich will noch mal kurz mit Meine Milton Runen reden. Haben ihre Kraft verloren. Ich denke, den anderen Feuermagiern ist es nicht anders ergangen. Ich werde mich aufmachen und versuchen, die alte, wahre Magie zu erlernen. Wovon redest du? Bevor es Runen gab, konnten nur sehr wenige, sehr mächtige Menschen Magie wirken. Das Wissen darum muss irgendwo zu finden sein. Ich werde es suchen. Ich komme mit. Wir sollten getrennt suchen. Finde du Xardas. Wenn einer was über die Magie weiß, dann er. Wir werden uns wiedersehen. Da bin ich mir sicher. Also, viel Glück. Jo, viel Glück. Dann gehen wir nochmal mit Gorn zu den Rebellen direkt. Wollte ich jetzt eh hin. Zeig mir, wo sich die Rebellen versteckt halten. Es ist nicht weit von hier. Folge mir. Jo. Eine kleine Goblinbeere nehmen wir auch mit. Oh, ein großes Ogerblatt. Morgentau. Und nochmal eine Heilpflanze. Sehr gut. Die können wir immer gut gebrauchen. Ah, schön. Das sah damals schon so geil aus. Und so hässlich ist es jetzt mittlerweile auch nicht. Also es geht schon, gerade die Community-Patches haben halt echt nochmal einiges rausgeholt aus dem Spiel. Siehst du, da sind sie. Ich habe es doch gewusst. Ich kann nur für uns hoffen, dass die Orks dieses Versteck niemals finden werden. Ich werde eine Weile hier bleiben und dann weiterziehen. Lass dich nicht unterkriegen. Wir sehen uns. Jo. Heilpflanzen. Eins. Zwei. Und 3. Oh mein Gott. Steht hier alles voll? Oh je, da hinten direkt ein Wolf. Wir gehen erstmal hier runter. Mal schauen, wer hier das Sagen hat, oder? Wen haben wir hier? Brandon. Du siehst nicht aus wie ein Holzfäller. Ich denke, dein Platz ist eher bei den Kriegern. Unten in der Höhle.
Wie läuft's? Nicht so gut. Wir wurden von aggressiven Wildschweinen von unserer Arbeit vertrieben. Ich habe es den Kriegern schon gesagt, aber die haben nur den Kampf gegen die Orks im Kopf. Wenn diese Biester nicht bald verschwinden, können wir nicht weiterarbeiten. Was gibst du mir, wenn ich die Wildschweine an eurem Arbeitsplatz töte? Ich bin nur ein einfacher Arbeiter und habe nicht viel. Aber wenn du uns diesen Dienst erweist, gebe ich dir 30 Goldmünzen. Mehr? Ah, ich kann nicht handeln. Schade. Ich erledige die Wildschweine. Wo sind sie? Du steigst die Treppe hier rauf und gehst ein Stück nach Osten in den Wald. Verstehe. Okay. Machen wir direkt mal. Können wir noch mal ein paar Erfahrungspunkte sammeln? Speicher direkt nochmal. In den Osten, also da, wo wir hergekommen sind, die sind hier rumrum direkt irgendwo. Diese sehr aggressiven Wildschweine. So, Zeug einsammeln geht nur mit eingesteckter Waffe. Oh, hier ist ja noch mehr. Oh oh, da sind sie. Die sind echt böse. Komm schon, das rechte. Nein. Ich will mich heilen, ich will mich heilen. Oh, fuck. Alter, die hauen echt rein. Die waren damals noch viel aggressiver. Jetzt geht's ja schon. Aber zum Release-Zeitpunkt, die haben dich plattgewalzt. Du konntest keine Aktion machen. So wie die dich einmal erwischt hatten, war es vorbei. Da ging nichts mehr. So, vielleicht können wir die ein bisschen einzeln anlocken. Das war jetzt nicht so die klügste Taktik. Es ist halt ein bisschen schwierig mit dem Wegrennen und Heilen. Ich muss dann immer auf die Quickleiste unten zugreifen. Da oben ist direkt eins. Das nehmen wir uns mal. Da. Oh. Na toll. Kommen sie alle drei? Alle vier? Nein. So, Heilung, Heilung, komm schon. Alter, keine Chance. Sind das doch vier, verdammt. Oh je, oh je. Kann schon mal eine Weile dauern. Am Anfang, es dauert halt echt leider ein bisschen, bis man stark ist und relativ gut hier durchkommt. Vielleicht können wir von der anderen Seite ein bisschen besser ran. Ah, guck mal, die haben sich doch gemütlich gemacht ums Lagerfeuer drumherum. Das ist ja auch nicht schlecht. Oh, ein Wolf. Mal direkt mal eingreifen, solange der sich um den Scavenger kümmert. Uns fehlt doch auch nicht mehr viel bis zu Stufe 3, oder? Doch 900 EP noch. Da!
Oh, was war denn da dabei? Das hier, ein Scavenger Eye. Okay. Können wir vielleicht an der Kochstelle ein bisschen was hermachen. Ein bisschen was braten oder so. Noch eins, sehr gut. Ach, guck mal. Ich weiß, ich wollte eigentlich die Wildschweine machen. Jetzt kommt erst eins. Ah, da hat es uns erwischt. Okay, super. Nummer eins haben wir. Direkt nochmal heilen. Und zweimal Fleisch. So, kommt her. Ja, ja. Ah, okay, zwei könnten wir schaffen. Ah, ich wollte nach hinten. Ich weiß gar nicht. Könnte ich irgendwie so einen Ausweichschritt oder eine Rolle oder sowas machen? Lernt man vielleicht noch, ne? Komm schon, komm schon. Ein Schlag noch. Ich trinke direkt noch ein. Okay, eins noch. Komm her. Da! 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 Ey, Alter. Da! Da! Alter, nein! Nein! Fuck! Ich hab nicht gespeichert nach den anderen beiden. Och, nö! Oh, da kommt der Hass zu den Wildschweinen direkt wieder hoch. Das darf nicht wahr sein. Wusa. Nein. Müssen wir die anderen nochmal machen? Ich Idiot, ey. Das ist immer das Gleiche, ne? Man denkt, ach komm, jetzt packst es. Ist ja nur noch eins. Oh, scheiße, ich hätte nochmal. Ja, lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Da. Oh, da. Sobald du liegst, ist es fast vorbei. Nee, ey, das gibt's doch nicht. Ah, sorry, Leute. Ich kann auch nicht wirklich blocken. Ich kann zwar das Schwert vor mich hinhalten, aber wir haben, glaube ich, haben wir ein Schild dabei? Nee, oder? Glaube ich, kein Schild dabei. Also eine Eiskette, die können wir ruhig mal anlegen, bringt nur nichts. Große Waffen. Wir haben bloß das eine. Ganz normales Schwert. Klingenschaden 50. Nee, müssen dabei bleiben. Heilung. Ach komm, ich wollte so einen starken Schlag aufladen. Da. 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 Nein. Ah, verdammt, Alter, das gibt's doch nicht. Vorne hat's doch ganz gut geklappt gegen die beiden. Gut. Oh, eins ist weg. Mann, wenn die mich umschmeißen.
Das gibt's doch nicht. Ja! Oh, Alter. So, jetzt speichere ich aber direkt nochmal. Das lassen wir uns nicht nochmal nehmen. So, das Fleisch nehmen wir wieder mit. Mein Gott. Ach, ist das... Das ist mies mit dem Umschmeißen. Ach, guck mal, so schnell. Okay. Sehr schön, okay. Ruf in Redak 10, Rebellen, glaube ich, nochmal plus 1. So, 12-mal rohes Fleisch zu 12-mal gebratenem Fleisch. So. Geben wir Brandon Bescheid, dass die Gefahr gebannt ist. Kann ich ja direkt abkürzen? Die aggressiven Wildschweine sind erledigt. Sie können wieder an die Arbeit gehen. Endlich mal jemand von euch, der sich um unsere Sorgen kümmert. Danke, Krieger. Hier hast du mein Gold. 250 EP, 300 Gold. Gorn. Du hast doch sicher noch was zu tun. Der will nicht, der will auch nicht. Lass mich in Ruhe. Mach hier keinen Ärger, klar?